So, Leute. Diese Aufnahme hier findet gerade unter extrem erschwerten Bedingungen statt. Ich weiß gar nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber ich habe tatsächlich alle meine Videos seit ungefähr Mai, Juni auf meinem werten Handy aufgenommen, weil meine Kamera, die ich in diesem Januar gekauft habe, wollte ich nur mal gesagt haben, ja, das Baby ist weniger als ein Jahr alt. Ja, diese Kamera hat nach nur ein paar Monaten sich dazu entschieden, den Geist aufzugeben, beziehungsweise nicht den kompletten Geist, aber den Autofokus-Geist. Und ja, wenn man YouTuberin ist, dann ist der Autofokus wirklich das A und O, vor allem eben bei Vlogs, wo man nicht Zeit hat, immer wieder alles manuell einzustellen. Und deswegen habe ich jetzt gerade sage und schreibe eine halbe Stunde damit verbracht, irgendwie den manuellen Fokus einzustellen. Ich hoffe wirklich sehr, dass ich scharf bin. One way or another. Ja, und die zweite Sache ist, bevor ich da wieder irgendwelche geilen Kommentare zu bekomme, von wegen, Essa, warum bist du so aufgebrezelt? Leute, morgen ist Silvester. Beziehungsweise für diejenigen, die das jetzt gerade gucken, wo es online gegangen ist, für diejenigen ist heute Silvester. Und ich habe schon mal mein Silvester-Make-up ein bisschen geprobt. Es ist tatsächlich noch nicht so ganz, wie ich es will. Deswegen, ja, entschuldigt bitte diese komische Wimper hier. Hab sie nicht so gut aufgeklickt bekommen, aber ja. Und ganz ehrlich, Leute, selbst wenn es nicht Silvester wäre, es gibt nie einen Grund gegen ein fabulous Make-up. Merkt euch das. Anyways, so, jetzt aber mal Butter bei die Fische. Willkommen zu meinem großen Jahresabschluss Silvester Q&A. Ihr habt entschieden, ihr wollt ein Q&A sehen anstatt eines Livestreams. Was auch immer mir das sagen soll. Bevor wir starten, muss ich aber noch einmal kurz betonen, was für süße Nachrichten ihr mir hinterlassen habt. Also ganz viele von euch haben dieses anonyme Q&A nicht nur für Fragen benutzt, die übrigens auch sehr lit waren, sondern auch dafür mir ganz, ganz liebes Feedback zu hinterlassen. Und dafür wollte ich mich nochmal ganz, ganz herzlich bedanken. Ich habe alles gelesen. Ich habe wirklich tatsächlich jede einzelne Nachricht aufgemacht und das bedeutet mir wirklich, wirklich wahnsinnig viel. Deswegen vielen lieben Dank dafür, dass ihr mir ein Lächeln ins Gesicht gezaubert habt. Frage Nummer 1. Was ist der merkwürdigste Trend, den du mitgemacht hast? Leute, ich glaube, ich habe mehr merkwürdige Trends mitgemacht als nicht merkwürdige Trends. Die ganzen 2010er waren irgendwie ein merkwürdiger Trend. Also ich weiß nicht, geht es euch auch so? Immer wenn ich an verschiedene Dekaden denke, sei es was Fashion angeht, aber auch so Pop-Culture-Moments. Da habe ich immer so das Gefühl, die 2010er sind so ein bisschen das Trash-TV unter dem ganzen Gedöns, weil irgendwie alle Phasen waren so richtig cool und classy, so auf ihre eigene Art und Weise. Außer die 2010er, die waren einfach weird as fuck. Alle Leute sind mit diesen komischen karierten Schals rumgelaufen. Ich habe mit dem Ding basically geschlafen und geduscht. Man hatte Chucks in den buntesten Farben an, mit den buntesten Schnürsenkeln. Dann ein Wort, Skinny Jeans. Muss ich dazu noch mehr sagen? Und das Wort Mittelscheitel gab es eigentlich nicht. Also ich habe meinen Scheitel stets ungefähr auf dieser Höhe hier getragen, habe dann alle meine Haare auf eine Seite gemacht. Irgendwie ist es auch iconic und ich verbinde es halt einfach sehr mit Kindheit. Deswegen ist es, hat es auch irgendwo einen Platz in meinem Herzen. Aber wenn ich jetzt rein, ich sag mal, styletechnisch da rangehe, war es halt echt nicht so geil. Naja, deswegen könnte ich mich da jetzt gar nicht so richtig entscheiden. Aber ich glaube, was ich tatsächlich echt lange mitgemacht habe, das war aber dann eher gegen Ende der 2010er, war dieser dicke Eyebrow-Trend. Ich erwähne das jetzt einfach mal, weil ihr das tatsächlich auch noch verfolgen könnt hier auf meinem YouTube-Kanal, weil wer ganz nach unten scrollt und die ganz alten Videos anschaut, der, ja, wird in den Genuss meiner Blockaugenbrauen kommen. Ja, und ich muss sagen, dass ich irgendwann hat es bei mir Klick gemacht. Es kam irgendwann der Moment, wo ich gemerkt habe, irgendwie passt das nicht so in mein Gesicht. Und das war ein sehr entscheidender Moment, weil ich seitdem zwar schon durchaus auch mit dem Trend mitgehe, ne? Man will ja jung und fresh bleiben und you know, Teil der Gen Z-Kids sein, aber ich achte durchaus mittlerweile mehr darauf, was einfach meine natürlichen Merkmale sozusagen verstärkt, enhanced und noch schöner macht, sozusagen, anstatt einfach blind irgendeinem Trend zu folgen, auch wenn er gar nicht wirklich zu mir passt oder mir nicht gefällt oder mir nicht steht oder wie auch immer. Sorry, das ist jetzt gerade ein bisschen ausgeufert. Long story short, ich finde, Trends gehören auch irgendwo dazu.
Und ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, wenn man irgendwann darauf zurückblickt und so ein bisschen cringed, weil es ist einfach Teil der eigenen Geschichte. Und ja, was wäre das Leben ohne Veränderungen? Geschmäcker verändern sich, man selbst verändert sich. You know. Was war euer weirdester Trend? Würde mich mal interessieren. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Lieblings-Trash-TV-Sendung. Ich muss ganz ehrlich sagen, das erste, was mir da jetzt gerade in den Sinn gekommen ist, ist tatsächlich Love is Blind. Ich weiß auch nicht, ich liebe Love is Blind. Ich habe ungelogen Love is Blind, ich glaube, schon zweimal durchgeguckt. Obwohl ich das bei Trash-TV eigentlich nie mache, weil ich ja schon weiß, was passiert. Und ich meine, I guess, bei Filmen und Serien weiß man auch schon, was passiert. Aber irgendwie ist es was anderes. Aber Love is Blind, irgendwie catcht mich das richtig. Obwohl ich sowas wie Bachelor in Paradise eigentlich auch ganz cool finde. Also ich muss sagen, ich mag auf jeden Fall Dating-Shows, aber eher diese Dating-Shows, wo mehrere Couples zu sehen sind. Weil ich finde es irgendwie bei so Bachelor oder so, finde ich es immer so ein bisschen langweilig, weil es immer nur so um eine Person geht. You know what I mean? Ja. Wenn du dich entscheiden müsstest, Pädiatrie oder Anästhesie? Momentan Anästhesie. Wie mit sozialem Druck umgehen, in Klammern cool sein, Trends mitmachen und so weiter. Ich will mehr zu mir stehen, aber kriege von außen das Gefühl, wie alle sein zu müssen. Ja, das passt doch irgendwie ganz gut zu unserer Trendfrage, finde ich. Erstmal, Trends mitmachen, wie gesagt, ist überhaupt nichts Schlimmes und gehört irgendwie auch dazu, vor allem zum Erwachsenwerden, glaube ich. Aber genauso, glaube ich, gehört auch irgendwann diese Entwicklung dazu, zumindest bei den meisten Menschen, dass man merkt, dass man nicht alles mitmachen muss und dass einen das nicht direkt uncool macht. Das Problem ist, dass ich gar nicht so genau weiß, welchen Tipp ich dir da am besten geben kann, weil ich selber das Gefühl habe, dass ich das selber realisieren musste, dass ich nicht immer so sein muss wie alle anderen. Ich zelebriere Individualität. Ich finde es immer richtig cool, wenn Leute einfach so ihr Ding durchziehen. Und ich muss auch sagen, wenn ich jetzt mal ganz, ganz ehrlich bin, finde ich meistens die Leute am charismatischsten und am inspirierendsten, die einfach ihr Ding machen, die einfach sie selber sind oder die irgendwie was Neues erfinden. Und nicht die, die immer in jeder Lebenslage mit dem Strom schwimmen. Und ich weiß nicht, ob dir dieser Gedanke vielleicht hilft. Wie gesagt, es ist einfach auch ein Prozess und es hat auch sehr, sehr viel mit dem eigenen Selbstbewusstsein und dem eigenen Selbstwertgefühl zu tun, würde ich mal behaupten. Weil jemand, der selbstbewusster ist, dem wird es sicherlich leichter fallen, einfach sein Ding zu machen, als jemand, der damit vielleicht noch struggelt. Aber nur weil du das gerade nicht kannst, heißt es nicht, dass du das niemals können wirst. Trust me, ich habe bis in meine Anfang 20er damit gestruggelt. Und das war auch der ganz, ganz große Grund, weswegen ich viele, viele Dinge, die ich eigentlich gerne machen wollte, ganz lange nicht gemacht habe. Inklusive YouTube. Ja, und hätte ich mich damals das nicht getraut, einfach zu sagen, okay, ich mache jetzt mal was anderes, dann säße ich jetzt nicht hier und ihr würdet dieses Video gerade nicht sehen. Ja, und ich muss sagen, ich habe es auch noch nicht komplett überwunden. Zum Beispiel eine Sache, die ich ganz, 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 ganz lange schon machen wollte, ist, meine eigene Musik zu veröffentlichen und zu produzieren. Ja, und damit habe ich tatsächlich erst letztes Jahr, so Ende letzten Jahres, angefangen, das wirklich anzugehen. Einfach, ja, aus Angst vor Judgment und vor dem sozialen Druck. Deswegen, ja, auch ich bin noch nicht in jeder Hinsicht da, wo ich gerne sein würde, aber wie gesagt, es ist ein Prozess. Sage mal, wie machst du das mit deinen Anki-Karten aus älteren Semestern? Wiederholst du die ständig oder schaust du da nur ab und zu mal wieder rein? Leute, ich weiß auch nicht, warum ich dachte, dass das selbstverständlich ist, aber ich muss sagen, jedes Mal, wenn ich diese Frage bekomme, denke ich mir immer so, hä? Ist es nicht offensichtlich? Ich habe meine Anki-Karten aus den vergangenen Semestern immer zum letzten Mal angeguckt, einen Tag vor den jeweiligen Klausuren. Seitdem habe ich da nie wieder einen Blick reingeworfen. Warum auch? Also ich weiß, das Prinzip von Anki ist ja schon eher dieses, ich sag mal, lebenslange Lernen-Prinzip mit Intervalllernen und so weiter und so fort. Aber wenn man jetzt mal ganz realistisch ist, das funktioniert nicht im Medizinstudium. Und muss auch leider sagen, dass es einfach auch kein effizientes Lernen wäre. Weil was würde es mir bringen, jetzt im 8. Semester meine Ankis aus dem 1. Semester zu wiederholen? Was sowieso kein Schwein mehr interessiert, was man da gemacht hat. Also no front, aber die Inhalte, die ich im 1. Semester gelernt habe, habe ich dann vielleicht einmal noch fürs Physikum gelernt, aber danach habe ich es eigentlich nie wieder gebraucht. Ja, und ich muss auch ehrlich sagen, selbst was die Anki-Karten aus diesem Semester angeht, ich bin mittlerweile zum Glück, manchmal auch leider, so relaxed, dass ich ja immer erst so 3-4 Wochen vor den Klausuren ernsthaft anfange, die Anki-Karten durchzugehen.
Und da ist es jetzt auch nicht selten vorgekommen, dass ich auch mal eine Anki-Karte auch mal wirklich nur einmal mir angeguckt habe und dann nie wieder. Aber wie gesagt, das ist halt auch irgendwie so die Natur der Klinik. Also man braucht es einfach auch nicht mehr so sehr, weil die Klausuren einfach anders sind als in der Vorklinik. In der Vorklinik muss man viel eher noch dieses Detailwissen haben. In der Klinik ist das eher nicht so, beziehungsweise man entwickelt einfach so ein allgemeines klinisches Verständnis, dass man schon, ich sag mal, mit einem gesunden Menschenverstand viele Antwortmöglichkeiten ausschließen kann. M2 wird dann wieder eine andere Geschichte sein. Da werde ich dann natürlich alte Ankis mir nochmal anschauen, aber darüber reden wir, wenn es soweit ist. Denkst du, es ist in Ordnung, wenn man nach dem Zusammenziehen mit dem Freund wieder auszieht und nochmal in getrennten Wohnungen es probiert? Ich muss sagen, es gibt mittlerweile so viele akzeptierte, verschiedene Beziehungskonzepte, dass ich mir immer so denke, who am I to judge? Und warum sollte ich irgendeine Norm darstellen oder irgendwas propagieren, was für andere einfach irgendwie nicht funktioniert? Wisst ihr, was ich meine? Ich kenne sowohl Leute, die zusammen sind und zusammen wohnen und sehr glücklich sind. Ich kenne Leute, die sind zusammen, die wohnen nicht zusammen, die wollen auch nicht zusammenziehen und sind sehr glücklich. Und basically everything in between. Und deswegen denke ich mir so, wenn du und dein Freund das Gefühl habt, dass das das Richtige ist für eure Beziehung, dann macht das. Es ist eure Beziehung, ihr müsst damit glücklich sein und niemand anders. Wenn du jetzt aber das Gefühl hast, du machst das aus einem bestimmten Grund heraus, sprich, es gibt da vielleicht ein tiefer liegendes Problem in der Beziehung, dann würde ich vielleicht schauen, dass man erstmal dieses tiefer liegende Problem versucht zu lösen, anstatt davor, ich sag mal in Anführungszeichen, wegzurennen und somit dem Problem aus dem Weg zu gehen. Aber das wirst du sicherlich besser wissen als ich. Dementsprechend, allgemein finde ich, sollte jeder das tun in seiner Beziehung, was für einen selber und den jeweiligen Partner oder die Partnerin sich richtig anfühlt. Schreibst du als musikalische Maus auch deine eigenen Songs? Wink. Aber natürlich! Ja, Freunde, ich schreibe tatsächlich meine eigenen Songs. Dazu muss ich aber sagen, dass ich das eigentlich schon mein Leben lang mache. Vor allem durch meinen Papa. Ich glaube, das ist auch eine meiner frühesten Erinnerungen, wo ich mit meinem Papa bei ihm in seinem, ich sag mal, Home-Tonstudio saß und wir irgendwelche Kindersongs uns zusammen ausgedacht haben. Ja, und dann so mit der Pubertät habe ich dann auch irgendwann meine eigenen sehr deepen Emo-Songs geschrieben und auf Magic's Music Maker aufgenommen. Habe das dann immer mal wieder zwischendurch so ein bisschen aus den Augen verloren. Vor allem auch in der Vorklinik, muss ich sagen, da habe ich sehr wenig Musik gemacht. Ich habe da auch sehr, sehr wenig Klavier gespielt. Ja, und als das Physikum dann vorbei war und ich wieder ein Leben hatte, habe ich das dann auch wieder aufgegriffen. Ja, und habe jetzt tatsächlich einige Songs zusammen. Ein paar davon wurden halb fertig irgendwann aus dem Fenster geschmissen. Mit ein paar bin ich mehr zufrieden als mit anderen. Aber ja, ich habe mittlerweile eigentlich ja eine ganz gute Sammlung angesammelt. Ja, und das führt mich tatsächlich auch jetzt zur nächsten Frage, Leute. Ich habe das jetzt hier sehr smooth geplant. Und zwar, was ist dein Main Goal für 2024? Und ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, mein Main Goal ist es, endlich mal ein bisschen was an Musik zu releasen. Ich habe schon ganz, ganz, ganz lange den großen Traum, mal eine EP zu produzieren und diesen ganzen Prozess einfach mal von A bis Z durchgelebt zu haben. Ich hätte mittlerweile tatsächlich auch genug Songs, um das anzugehen. Allerdings ist das etwas, was man nicht komplett alleine machen kann. Zumindest ich kann es nicht, weil ich auch einfach nicht die ja, technischen Skills besitze, das alles alleine zu machen. Und ich glaube tatsächlich auch, dass bei Musik, genauso wie bei jedem anderen kreativen Projekt, es immer von Vorteil ist, wenn man mehrere Augen und Ohren hat, die damit drauf hören und drauf gucken, weil man dann einfach bessere Ergebnisse produziert. Deswegen, was die ganze Musikproduktion angeht, bin ich noch relativ am Anfang und noch so ein bisschen auf der Suche und ein bisschen am Recherchieren, wie ich das am besten angehe. Aber geschrieben sind sie immerhin schon. Ich will natürlich noch gar nichts hier versprechen. Dafür bin ich einfach noch viel zu sehr am Anfang, aber drück mir die Däumchen, dass es irgendwie klappt nächstes Jahr. Ohne groß vorher drüber nachzudenken, beschreibe dein Jahr in 3 Worten. Überraschend, positiv überraschend, sehr busy und sehr glücklich. Gibt es etwas, das du oft vor dir herschiebst? Steuern und Buchhaltung. Ich hasse es.
Ich würde wirklich sehr viel Geld bezahlen, um das komplett an jemanden abzugeben. Also ich meine, ich habe einen Steuerberater, einfach weil ich ja durch YouTube ein Gewerbe habe und das mit verschiedenen Steuern einhergeht, die man so bezahlen muss. Aber Buchhaltung und so muss ich natürlich selber machen. Aber ich hasse es. Wirklich, Leute, ich würde lieber noch zweimal diese scheiß Chemieklausur schreiben und dann für immer nie wieder Buchhaltung machen müssen als das. Ja, Freunde, und jetzt kommen wir zu einem, ich sag mal, Special. Weil die mit Abstand, wirklich mit großem, großem, großem Abstand am häufigsten gestellten Fragen waren zu meinem Freund. Dass ich überhaupt noch andere Fragen irgendwie rauspicken konnte, war eigentlich echt ein Wunder. Ich kann euch wirklich sagen, ich habe noch nie in meinem Leben so viele Fragen zu nur einem Thema bekommen. Und vor allem auch so viele Fragen generell. Also ich bin kaum hinterhergekommen im Screenshotten. Ich muss schon sagen, ihr seid nosy bitches. Aber ich kann es euch nicht verübeln, weil ich bin auch so. Ich finde sowas auch immer sehr exciting. Genau, deswegen erstmal für alle Leute, ja, Schande über euer Haupt, die nicht mein letztes Video gesehen haben. Erstens, holt das mal ganz schnell nach, weil das ist wirklich ein cooles Video. Die wissen die neuesten News der Influencer-Welt noch nicht. Und zwar, ja, es stimmt, ich habe einen Freund. Bevor ich damit anfange, ein paar von euren Fragen zu beantworten, muss ich an der Stelle erst einmal sagen, dass mein Freund und ich zusammen entschieden haben, dass wir unsere Beziehung privat halten möchten. Und zwar so privat, wie es nur eben geht. Mein Freund hat literally überhaupt nichts mit der Social-Media-Welt zu tun, was ich persönlich wahnsinnig erfrischend finde. Und er möchte deswegen auch nicht online irgendwo erscheinen. Und das ist einfach auch ganz, ganz wichtig, dass man das respektiert. Sowohl, dass ich das respektiere, als auch, dass ihr das da draußen bitte respektiert. Ja, und zweitens möchte auch ich diese Beziehung gerne privat halten, einfach weil sie für mich etwas ganz, ganz Besonderes ist und er ein ganz besonderer Mensch ist und es demnach einfach etwas ist, was ich beschützen möchte und was ja einfach nicht für das Internet bestimmt ist. Das heißt aber nicht, dass ich euch nicht die eine oder andere Sache erzählen kann. Es wird nur eben keine genaueren Informationen zu seiner Person geben oder gar gemeinsame Bilder oder Videos oder irgendwie so etwas. Und ich würde euch auch darum bitten, das zu respektieren und auch nicht irgendwo nach ihm zu suchen. Zumal ihr das wahrscheinlich sowieso nicht schaffen würdet. Aber that's a different story. Mit diesem Disclaimer starten wir mal in eure Fragen rein. Hättest du deine Beziehung gerne länger oder auch für immer geheim gehalten? Nee, tatsächlich nicht, weil ich fahre nach dem Motto Private, but not a secret. Ich glaube, so geht dieser Spruch. Das finde ich irgendwie ein richtig schönes Motto, muss ich sagen, weil ich natürlich unfassbar glücklich bin mit ihm und mit meiner Beziehung und ich auch sehr, sehr stolz darauf bin und es deswegen auch nicht etwas ist, was ich irgendwie vor irgendwem geheim halten müsste, aber es ist eben mein Privatleben und meine Privatsphäre vor allem. Ich glaube, viel privater geht es für mich eigentlich gar nicht. Und ja, deswegen fand ich, war eigentlich jetzt ein ganz guter Zeitpunkt. Ich habe mir das auch schon länger überlegt mit ihm zusammen, wie wir das gerne handhaben möchten. Ja, und hatte das schon länger im Hinterkopf, dass ich das so um die Weihnachtszeit rum dann oder zum neuen Jahr hin dann droppen möchte. Weil ich natürlich auch sehr viel Zeit mit ihm verbringe und auch Urlaube mit ihm verbringe. Und es dann einfach auch für mich leichter ist zu sagen, okay Leute, I'm out of here. Und ich lege jetzt mein Handy zur Seite für eine Woche oder so, weil ich mit ihm bin. Und wir sind, glaube ich, mittlerweile so weit, ich sag mal, gesettelt zusammen, dass wir dachten, dass das jetzt ein ganz guter Zeitpunkt ist. Wie hast du deinen Freund kennengelernt? Ja, ganz grob gesagt haben wir uns über die Uni kennengelernt. Ja, also tatsächlich richtig oldschool, so in person und so. Wie lange bist du mit deinem Freund zusammen? Kennengelernt haben wir uns im April letztes Jahr. Letztes Jahr, what? Ich lebe schon in 2024. Dieses Jahr. Wir haben uns dieses Jahr im April kennengelernt und haben uns dann sehr, sehr viel Zeit gelassen für die Kennenlernphase und sind jetzt seit September zusammen. Wie fühlt sich deine neue Beziehung an? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, auf die Gefahr hin, dass ich sehr cheesy klingen werde, aber mit ihm fühlt es sich einfach an wie zu Hause. Das ist eigentlich der beste Weg für mich, das zu beschreiben, weil ich mich so unendlich wohlfühle mit ihm und ich einfach rundum glücklich bin. Wie hat sich dein Leben seit deinem Freund verändert? Zum einen würde ich sagen, dass ich es ein bisschen besser durch ihn hinkriege, mir wirklich Freizeit zu nehmen und Ruhezeiten, in denen ich auch mal so richtig runterkommen kann. Und das auch nicht zuletzt, weil ich
wenn ich mit ihm bin, extrem wenig am Handy bin. Also wenn ich alleine bin oder auch mit anderen Freunden, neige ich schon dazu, öfter mal am Handy zu sein. Vor allem eben, wenn ich alleine bin und eigentlich mal frei hätte. Da finde ich irgendwie immer irgendetwas, was ich noch machen kann, was auch irgendwo dieser Job hier auf Social Media so an sich hat. Ihr kennt ja bestimmt den Begriff selbstunständig. Und das stimmt auf jeden Fall, wenn man selbstständig ist, weil man einfach nicht am Ende des Tages seinen Kittel an den Haken hängt und dann aus der Tür raus spaziert und dann eine Privatperson ist, sondern ich bin ja immer Esther Liobar. Ich trete ja nicht abends aus meiner äußeren Hülle heraus und bin auf einmal nicht mehr Esther Liobar. Und dadurch, dass das alles auch im Internet stattfindet, ist die Versuchung, ständig zu arbeiten, einfach sehr groß, weil es halt auch immer irgendwas gibt, was man noch machen könnte. Also die Arbeit ist irgendwie auch nie vorbei. Ja, und das hat schon dazu geführt, dass ich mich dieses Jahr oft sehr ausgebrannt gefühlt habe, ohne wirklich zu realisieren, woran es genau lag. Und das habe ich erst, seitdem ich meinen Freund kennengelernt habe und seitdem ich mal so richtig Ruhephasen dadurch bekommen habe und einfach die Welt offline mal wieder ein bisschen mehr erkundet habe. Ja, und dafür bin ich ihm sehr, sehr dankbar. Ja, und ich habe einfach auch einiges noch über mich selber gelernt, über vergangene Beziehungen, die ich hatte und was die teilweise auch, ja, an Spuren hinterlassen haben, die ich erst einmal aufarbeiten musste, jetzt in meiner neuen Beziehung. Ja, und es ist einfach immer was total Spannendes, wenn jemand Neues ins Leben tritt, der das Leben sehr bereichert. Ja, Freunde, that's a wrap. Nicht nur was dieses Video angeht, sondern auch was das Jahr 2023 angeht. Ich muss sagen, ich werde dieses Jahr immer als ein wirklich sehr positives in Erinnerung haben, auch wenn, ja, es einige Sachen gab, mit denen ich gestruggelt habe und es definitiv Dinge gibt, die ich nächstes Jahr besser machen möchte. Insgesamt, so overall, war es echt ein tolles Jahr. Und das habe ich natürlich auch unter anderem euch zu verdanken. Deswegen an der Stelle auch nochmal ein riesen Dankeschön für alle von euch, die regelmäßig meine Videos schauen, die mir Nachrichten schicken und die mich einfach immer bedingungslos supporten. Das ist wirklich Wahnsinn. Und ich hoffe natürlich, dass ihr mich 2024 weiterhin begleiten werdet. Ich bin sehr, sehr gespannt auf nächstes Jahr. Ich blicke mit großer Freude und Excitement in nächstes Jahr rein und hoffe natürlich, dass es bei euch genauso ist. Und damit würde ich sagen, Freunde, vielen lieben Dank fürs Anschauen. Vielen lieben Dank für ein geiles Jahr. Und wir sehen uns nächstes Jahr. Und bleibt natürlich gesund und munter, wie immer. Tschüss!